Servus München, ein gutes Neues wünsche ich euch. Schön, dass ihr es heute trotz Frost und Verkehrschaos auf den Straßen alle hierher geschafft habt. Ist ja heute nicht ganz so leicht. Wenigstens die Bahn, die streikt noch nicht wie befürchtet, da ist erst Mittwoch soweit. Aber wobei, wahrscheinlich wird es eh weniger hier ein Problem gewesen, weil ich meine, wer irgendwo pünktlich ankommen möchte, der ist eh gut beraten, die Bahn generell zu meiden. Da wechseln eigentlich nur die Gründe, warum wieder Chaos auf den Schienen herrscht. Schnee im Winter zum Beispiel, das mögen sie ja gar nicht gern, so wie heute. Aber nein, heute sind es keine Migranten im Gleis oder klebrige Klimaterroristen auf den Straßen, die unseren Verkehr lahmlegen, sondern wütende Landwirte mit ihren Traktoren, und zwar Abertausende in der ganzen Bundesrepublik. Allein hier in München sollen es über 6.000 sein. Ein Zeichen des bürgerlichen Widerstands, wie man sie leicht aus Frankreich kennt. Aber für uns in Deutschland ist es wirklich mal was Besonderes, was wir hier erleben. Das sind Verhältnisse, die kennen wir sonst nicht. Ich meine, was ist das für ein Auftakt ins politische Schicksalsjahr 2024? Da wacht das Land gerade aus seinem Feiertagsschlaf auf. Und schon steht's auch schon wieder still. Und warum? Weil's den Bauern langt. Denen reicht's, die haben die Faxen dicke mit der Abrisspolitik der Ampel in Berlin. Und nicht nur die. Mittlerweile haben sich auch Handwerker, Logistiker und weitere Wirtschaftsverbände den Protesten angeschlossen. Man könnte fast sagen, all die, die noch irgendeinen wirtschaftlichen Mehrwert für dieses Gemeinwesen erbringen. Und das ist kein Wunder, weil was die Ampel da in Berlin seit Jahren veranstaltet, gleicht wirtschaftlich einer Politik der verbrannten Erde. Die Streichung der Kfz-Steuererleichterung und der mittlerweile sukzessive Abbau der Agrardieselvergütung, das kostet die Bauern hierzulande zwar gute Milliarde, aber das ist nur letzten Endes der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Man könnte bei der Aufzählung der Ursachen aber ohne weiteres weitermachen, beispielsweise über die Erhöhung der Lkw-Maut sprechen. Die wird jeder von uns hier dieses Jahr in seinem Geldbeutel zu spüren bekommen. Da können die Kosten nämlich an die Verbraucher weitergegeben werden. Und das müssen sie leider auch, weil die Transportbetriebe, die wirtschaften auch mittlerweile am Anschlag. 350 bis 400 Euro, so viel werdet ihr für diesen weiteren Baustein des Klimaablasshandels berappen müssen. Geld, das man aber erst einmal haben muss. Meine Kollegen und ich, die ihr heute hören werdet, wir können das zahlen. Aber wie schaut es bei den Arbeitern und Angestellten aus? Für viele von denen werden diese ganzen Zusatzbelastungen im Namen des Klimawahns langsam zur echten existenziellen Bedrohung. Also ich kann es da jedenfalls verstehen, dass es der wertschaffenden Bevölkerung langsam wirklich langt. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass eher noch, wie viele das überhaupt noch ertragen und da weiter brav weiterarbeiten. Während nämlich Bauern, Arbeiter, Unternehmer gegängelt werden mit immer neuen Auflagen, während man sie plündert mit immer neuen Steuern und Abgaben und man ihnen ihre Hilfe und Erleichterungen jetzt auch noch zusammenstreicht. Während man das macht, da wird einfach das Bürgergeld weiter erhöht und diejenigen belohnt, die, ob verschuldet oder unverschuldet, letzten Endes auch der Gemeinschaft auf der Tasche herumliegen. 5,5 Millionen sind es mittlerweile. Die Hälfte davon haben keine deutsche Staatsbürgerschaft und Gott weiß, wie viele dann zusätzlich noch einen Migrationshintergrund. Migrantengeld sollte man es eigentlich nennen. Milliarden an Euro jedes Jahr für Menschen, die in erheblichen Teilen noch nie etwas zu unserem Sozialwesen beigetragen haben. Ein mittlerweile komplett verkorkstes System, das Herumlungern auf der Couch für viele attraktiver macht, als zu arbeiten. Einfach nur blanker linksgrüner Irrsinn. Den Leistungsträgern in diesem Land, denen reicht's. Die haben genug von der Bundesregierung und ihrer Politik. Nein, vielleicht sollte man eher von ihrem Krieg gegen jede wirtschaftliche Vernunft,
gesellschaftliche Ordnung und echte soziale Gerechtigkeit sprechen. Wobei streicht das Soziale von Gerechtigkeit, hat diese Regierung ganz allgemein keine Ahnung. Recht haben es also die Landwirte, die Handwerker, die Logistiker und alle die, die dieses Land am Laufen halten. Weg mit der zerstörerischen Ampel des Grauens. Wir brauchen Neuwahlen und wir brauchen sie schnell. Jawohl! Diesen vergesslichen Kanzler in die Rente zu schicken, dann hat er mal Zeit, mit seinen Bankerfreunden sich über die Spritpreise zu informieren, die er ja bekanntlich nicht kennt, weil seine Taschen immer gut gefüllt sind, wohlgemerkt gut gefüllt mit dem Geld der Steuerzahler, die er mit seiner Politik ausblutet. Weg auch mit dieser sich durch die Weltgeschichte bärbockenden Ministerin für feministische Außenpolitik und ruralafrikanische Toilettenplanung. Gebt der Frau wieder Zeit zum Trampolinspringen, aber schützt unser Land vor ihrer unsere Wirtschaft strangulierenden Sanktionspolitik. Und ihren kongenialen Kompagnon aus dem Wirtschaftsministerium, den kann sie gleich mitnehmen, zurück auf die Insel mit diesem Wirtschaftsminister, der von Wirtschaft und Energie so viel Ahnung hat wie eine Weinbergschnecke vom Leben auf der Überholspur. Und lasst uns und lasst und in diesem Fall auch ganz bewusst liest weg mit der Politleihendarstellertruppe von der FDP. Ja, ich weiß, bei denen fehlt jetzt die Punchline, die Pointe, aber ehrlich gesagt, nichts ungut zu der Truppe. Da fallen mir keine spöttischen Kommentare mehr ein, wie man sich als ehemalige freiheitlich-bürgerliche Kraft um der Macht willen derart verkaufen und erniedrigen kann. Das muss wirklich jeden Politiker mit Fremdscham erfüllen. Und das vor allem, wo Lindner doch noch vor Jahren selbst die Losung ausgegeben hat, dass man besser nicht als falsch regiert. Heimlich, heimlich, heimlich. Deshalb raus aus der Regierung und raus aus dem Parlament mit der FDP. Wer freiheitliche Politik mit Rückgrat sucht, der findet in der AfD einen sicheren Hafen. Wir stehen an der Seite unserer Leistungsträger. Wir stehen an der Seite all jener, die dieses Land Tag um Tag und gegen alle Widerstände der Politversager in Berlin am Laufen halten. Wir stehen gerade und machen uns nicht krumm, wie diese Scheinoppositionellen von Union und Freien Wählern, die beim ersten Gegenwind auch gleich wieder einknicken, die sich nicht entblöden, von Gewalt und Nötigung zu sprechen, wenn ein paar verzweifelte Bauern die Fähre des ihre Existenz gefährdenden Wirtschaftsministers blockieren, wohlgemerkt verbunden mit dem höchst gewalttätigen Aufruf an Habeck, doch mit ihnen in Dialog zu treten. Es ist beschämend, wenn von so einer sogenannten bürgerlichen Kraft die Bauernproteste in die Nähe krimineller Organisationen wie der letzten Generation gerückt werden. Dass der Landesverband Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen, LBT, aber ausgerechnet diese Parteien, diese Fähnchen im Wind, in seinen Flugblättern als volksnah tituliert und sie zu ihrer Kundgebung am Freitag einlädt. Das, liebe Freunde, das ist blanker Zynismus. Die Lasten, unter denen dieses Volk immer mehr zu zerbrechen droht, sind zu einem erheblichen Maße gerade der unionsgeführten Vorgängerregierung unter Merkel geschuldet. Insbesondere ohne deren katastrophale Migrationspolitik stünden diesem Staat jedes Jahr mindestens 50 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Die Ampel müsste nicht überlegen, wo sie die 17 Milliarden für einen verfassungsgemäßen Haushalt herbekommt. Die Einsparungen, die die Bauern auf die Straße treiben, wären nicht nötig. Und mit den restlichen 33 Milliarden, ja, damit könnten wir unsere marode Infrastruktur zum Beispiel mal wieder instand setzen und dafür sorgen, dass unsere Züge auch mal im Winter pünktlich fahren. Das wäre doch mal eine Idee. Es ist ein Traum von einem besseren Deutschland, dass es so nicht gibt. Eben gerade wegen diesen angeblich volksnahen Schwesterparteien CDU und CSU. Gut, aber vielleicht tue ich dem LBT aber auch Unrecht. Wir wissen ja nicht, welches Volk er gemeint hat in seinen Flyern. Wenn es aber um das Deutsche geht, ja, dann kann ich nur dazu raten, künftig mindestens eine Armlänge zu den Unionsparteien zu halten. Sei es wie sei,
Die lernen es auch noch. Auch die werden erkennen, wer für ihre Interessen, die Interessen des Mittelstands und des deutschen Volkes einsteht und wer eher das Wohl von BlackRock, Vanguard und Co. im Auge hat. Schöne Grüße an der Stelle an den schwarzen Fels der CDU, Friedrich Merz. Nein, keine Sorge, auch bei den Wirtschaftsverbänden setzt mit unseren steigenden Umfrage- und Wahlergebnissen langsam ein Umdenken ein. Sachsen, Thüringen und die Wahlen in der EU dieses Jahr, die werden diesen Prozess auch sicherlich noch einmal beschleunigen. Die blaue Welle, die rollt unaufhaltsam. Und wenn der Druck auf der Straße weiter so hoch bleibt, wird auch der unseligen Ampel in Berlin bald nichts mehr anderes übrig bleiben, als ihre Plätze zu räumen und den Weg für Neuwahlen freizumachen. Freizumachen für eine Politik der wirtschaftlichen und sozialen Vernunft, der Freiheit und Sicherheit, einer Politik für unsere Bauern und Leistungsträger, kurz für die Politik der AfD. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. AfD.